Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind immer noch in Geraldton, weil es am Wochenende richtig krass geregnet hat, also das ganze Wochenende über. Wir haben dann die Zeit genutzt, haben Walking Dead nachgeholt, andere Serien zu Ende geguckt und heute geht es dann für uns endlich weiter. Wir werden halt heute nochmal komplett einkaufen müssen, werden heute hoffentlich günstig tanken können. Und jetzt gerade sind wir noch am Spielplatz. Ich habe gerade noch ein Workout gemacht oder trainiere immer noch. Also Klimmzüge, Dips und ein paar Push-Ups. Und wir wollten euch auch nochmal den Spielplatz hier zeigen. Zeigen wir euch gleich mal, was der alles so zu bieten hat. So, das ist hier eine Station. Kann man hier zu zweit oder alleine spielen. Klicke das mal einmal für euch an. Hier Light Grabber, da muss man halt Lichter jagen. Eine Person wählen wir mal aus. Und dann gehen wir auf Start. 3, 2, 1 und los geht's. Und dann kommen hier halt Punkte, die muss man anklicken. Ich mach das mal. So, und dann ist da unten der nächste Punkt. Und das macht eigentlich relativ viel Spaß, aber wir haben es selber auch schon ausprobiert. Kann man auch gegeneinander spielen und das nutzen auch richtig viele Erwachsene halt. Echt richtig geil, also sowas sollte es öfters mal in Deutschland geben. Das ist dann auch gleich die nächste Station. Ja, also fast das gleiche Spiel wie gerade eben. Da kann man halt auch Lichter jagen oder alleine spielen, zu zweit spielen. Der Unterschied halt zu dem anderen Gerät ist, dass man es hier im Kreis macht. Ach ja, und man kann das Ganze auch perfekt zum Workout nutzen. Also es ist echt ziemlich anstrengend, wenn man schnell sein möchte. Und das schult auch ziemlich die Koordination. Also wenn man hier ein Workout macht und ein bisschen auf Kondition und Koordination aus ist, dann kann man das ja auch richtig gut nutzen. Noch kurz bei Kurz einkaufen, haben geguckt, was im Angebot war und da nur das geholt, was im Angebot war und fahren jetzt noch weiter zu Woolworths, um uns für die Weiterreise auszustatten. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen größer einkaufen, jetzt gehen wir zu Woolworths. Das ist mittlerweile eigentlich unser Lieblingsladen hier in Australien und hoffentlich haben die ein paar gute Angebote. Also es wird auf jeden Fall ein größerer Einkauf. Schon mal das erste richtige Angebot für uns, 3 Zucchinis für 1,98. Bei Kohl's hätte eine einzige 1,98 gekostet. Wie man sehen kann, kaufen wir ziemlich viel ein. Ist eigentlich auch alles ziemlich gesund. Also eigentlich ist alles gesund. Außer jetzt hier die Chips, die wir mitgenommen haben. Aber ab und zu brauchen wir noch was Ungesundes. Und Fleisch, also normales Fleisch essen wir eigentlich fast gar nicht. Wir gönnen uns, wenn immer nur, oder wir kaufen sonst immer nur Thunfisch. In Deutschland haben wir nie Thunfisch gegessen und hier essen wir relativ auch Thunfisch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber hier kann man gerade für 1,6 tanken. Dementsprechend ist hier auch richtig viel los. Das heißt, wir können jetzt für 1,6 voll tanken und wir werden jetzt auch dann gleich die Kanister voll machen. Und das ist, glaube ich, auch bisher der günstigste Spritpreis, den wir bisher hatten in Australien. Und obwohl wir fast am Arsch der Welt sind. Guten Morgen! Wir haben es gestern nicht mehr geschafft, uns zu melden, weil wir noch 2 Stunden in der Dunkelheit gefahren sind. Zum nächsten Campingplatz, damit wir es heute Morgen nicht mehr so weit haben, weil wir wollen heute nach Monkey Mia und gestern waren wir dann irgendwie noch zu müde und ja, wir sind hier gerade an der Tankstelle, haben nochmal getankt, fahren jetzt noch 2 Stunden und in Monkey Mia sind dann Delfine, hoffentlich. Also wir haben gelesen, dass da Delfine sein sollen und die wollen wir unbedingt sehen und manchmal mal das Glück und kann sie sogar mit füttern. Also mal gucken, ob das was wird. Einfach überall nichts, also absolut gar nichts. Wie bei der Nullerbohr-Ebene. Wie bei der Nullerbohr-Ebene. Ich weiß nicht, sieht man wahrscheinlich nicht so gut, aber du kannst hier kilometerweit ins Nichts gucken quasi. Wir sind jetzt bei Monkey Mia angekommen und mussten $12 Eintritt pro Person zahlen. Und wir ganz schön viel. Aber wir sehen ja gleich, ob es sich lohnt. Aber was wir machen können, ist, dass wir morgen nochmal hierher kommen, müssen dann nicht nochmal Geld bezahlen, weil die Delfinfütterungen schon waren. Also kann sein, dass wir gleich Pech haben und keine Delfine mehr sehen. Aber das sehen wir ja gleich. Ich
weiß nicht, ob man mich erkennen kann, aber wir haben uns jetzt gerade eine Decke geholt, haben uns hier an den Strand gelegt und hatten auch die Musikbox geholt, aber die Musik ist eigentlich ziemlich gut, weil direkt hinter uns hier ein Café ist. Und ja, wir warten jetzt noch, gucken, ob vielleicht ein paar Delfine kommen. Bisher waren keine da. Ansonsten kommen wir morgen wahrscheinlich nochmal wieder und müssen nur gucken, wo wir heute schlafen. Wir haben uns jetzt für $35 für die Nacht jetzt hier einen Stellplatz genommen und werden direkt hier im Dolphin Resort schlafen. Dann können wir morgen früh aufstehen und gleich die Delfine mitfüttern. Also wir hoffen, dass wir Glück haben und dann ganz viele Delfine da sind und wir hoffen, dass wir sie auch füttern dürfen, weil das wäre so schön. Also $35 ist halt ganz schön viel, aber wenn man bedenkt, beim Cap Lagoon National Park haben wir $40 bezahlt und hatten da einfach gar nichts auf dem einen Campingplatz. Und für $35 haben wir hier eine Camp Kitchen, WLAN und Duschen und Toiletten und sowas alles und sind direkt am Strand, also schon ziemlich nice. Mit dem Auto, also neben unserem Stellplatz, und wir gehen einfach in Emola. Hier gibt es auch einfach mal einen Pool mit einem Whirlpool und das direkt am Strand. Also irgendwie fühlt man sich hier gerade wie im Urlaub. Richtig schön. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das immer für ein schönes Gefühl ist, wenn man wieder duschen kann. Also als Backpacker ist das ja echt immer so eine Sache. Und die Anlage ist halt echt schön und hat jetzt mal wieder eine heiße Dusche. Haare föhnen konnte ich nicht, weil der Strom aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Das ist ein bisschen doof. Ja, und für uns gibt es jetzt Abendbrot. Ich glaube, wir essen heute Bratkartoffeln mit Eiern, also mit Spiegelei. Darauf freuen wir uns. Jetzt, wir haben es jetzt gerade spätestens 37 und gleich geht die erste Fütterung los. Ist ein bisschen kalt. Mal gucken, wie warm es in der Sonne ist. Und wir sind schon ein bisschen gespannt, weil wir haben beide noch nie Delfine in echt gesehen. Und ich hoffe, dass ich sie füttern darf. Ja, also ich hoffe auch, dass Marie sie füttern darf. Ja. Float on, I'd be fine on my own. No ties to pull me back and forth. But I like the way you move me. I like the way you take me out. I like the way you see me. I don't need my eyes when you're around. Never thought I'd feel this way. I never wanna see you go. Never thought I'd be the first to know. No, no. Wir haben jetzt 3 Fütterungen mitgemacht und es war eigentlich schon voll das schöne Erlebnis. Die Delfine waren richtig nah dran am Wasser, aber ich kam nicht dazu, Delfine zu füttern, Jan auch nicht. Also es ist dann so, dass man da im Wasser steht bei den 3 Fütterungen und dann werden immer, je nachdem wie viele Delfine gerade da sind, bis zu 5 Leute ausgewählt oder manchmal auch mehr. Und die dürfen dann Delfin füttern mit Fisch. Wir gehörten leider nicht zu den Glücklichen, war ja klar. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, ja, dass du die Delfine füttern kannst. Genau. Und wir fahren jetzt weiter zum Shell Beach wahrscheinlich. Und mal gucken, was uns noch so auf dem Weg liegt. Ja, das ist unser Plan für heute. So, wir sind gerade aus dem Nationalpark rausgefahren, wollten unsere Handys laden, die Kamera laden, die GoPro laden. Haben die angeschlossen, also eigentlich nur die Kamera und mein Handy. Und auf einmal hat es wieder nicht funktioniert. Also beide Zigarettenanzünder haben beide nicht funktioniert. Es waren wieder die Sicherungen, sind 2 Stück durchgebrannt. Also an dieser Stelle müssen wir leider die Aufnahme unterbrechen. Ist doch etwas zu windig geworden. Und ja, unsere nächste Investition wird auf jeden Fall ein Windschutz sein. Aber um nochmal zurück aufs Thema zu kommen, also das mit den Zigarettenanzündern, das zieht uns halt wirklich richtig runter. Und dazu kommt noch, dass wir vor 3 Monaten oder vor 2 Monaten eine Versicherung abgeschlossen hatten. Und zwar sollte das Ganze monatlich abgebucht werden, aber unsere Bankberaterin ist anscheinend nicht die hellste. Also ich kann nicht mal Maries Namen richtig schreiben, nicht mal den Vor- und nicht mal den Nachnamen. Also selbst auf der Karte steht der falsch. Und bisher wurde die Versicherung noch nicht einmal abgebucht.
Dann haben wir, ja, das hatten wir ja schon mal erzählt, dass wir die Situation Fairworks geschildert haben, das mit dem Farmer. Und unser Farmer hat uns jetzt geschrieben, dass er uns $2000 überweisen wird, weil wir halt ein bisschen Druck gemacht haben mit Fairworks. Und natürlich hat er die $2000 nicht überwiesen. Und die Frau meinte dann, also unsere Beraterin meinte dann, dass sie ihn anrufen wird. Das ist natürlich auch nicht gemacht. Und ja, und seitdem meldet sie sich auch nicht mehr. Wir haben jetzt gefühlt 20 Mal da angerufen, den E-Mails geschrieben, kommt einfach gar nichts mehr. Und jetzt ist halt noch das mit der Drohne passiert. Also es zieht uns momentan ziemlich runter. Naja, was soll man machen, ne? Kann man nicht ändern. Heute haben wir ziemlich gutes Wetter. Wir haben fast ungefähr 30 Grad und werden uns jetzt noch ein paar Strände angucken. Und das wird dann hoffentlich unsere Laune etwas steigern. Too high from you, but I like the way you move me. Wir sind hier erst gerade an so einer kleinen Bucht angekommen. Hier sind überall Muscheln auf dem Boden. Und hier ist wie so eine Düne aus Muscheln mit einem Meer, die gehen wir gerade lang. Fast alles nur Muscheln. Also halt Sand natürlich auch dabei, aber fast nur Muscheln. Und die sind alle perlenweiß. Zum Mittagessen gemacht. Es gibt wieder Sandwich mit Erdnussbutter, dazu Karotten und ein bisschen dunkle Schokolade. Und dann geht es für uns weiter in die nächste Stadt, weil wir zur Bibliothek müssen, ein paar Sachen aufladen, wegen den Zigaretten anzünden, weil das ja nicht funktioniert. Und weil wir die Drohne wahrscheinlich wegschicken müssen bei der Post. Wir sind uns immer noch unsicher, ob wir uns eine neue Drohne holen. Also nur die Drohne ohne Batterie und sowas. Oder ob wir die reparieren lassen, die alte Drohne, weil wir halt überhaupt nicht einschätzen können, wie teuer das wird mit Versand und wie hoch der Schaden ist. Ja, also wir fahren dann gleich weiter. I hear a love song playing in my head like so, für uns gibt es jetzt Abendbrot. Es gibt Nudeln mit Zucchini und Sahnesoße dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir werden hier gerade schon wieder von Fliegen belästigt. Und zur Bücherei haben wir es heute nicht mehr geschafft. Da fahren wir morgen hin. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.